Ja, habe hier ein HP 17, der hat eine neue Festplatte bekommen und ist klar, ist kein Betriebssystem drauf und da passiert Folgendes. Ich habe hier nichts angefasst, ist alles original konfiguriert. Ja, also hier ist mein USB-Stick. Jetzt mache ich das Gerät aus, Betriebssystem runtergezogen und nehmen wir einen USB-Anschluss hier und los geht's. So, ja, also ich fange jetzt mal nicht an, hier irgendwas zu suchen, zu machen. Ja, ausschalten. Und jetzt nehme ich den zweiten USB-Anschluss und nochmal einschalten. Und jetzt passiert erstmal nichts. Einfach warten. Es kann ja eine Weilchen dauern. Man kann ja aber sehen, dass er von dem USB-Anschluss hier mein Stick nicht erkannt hat und von bei dem USB-Stick, bei der anderen USB-Anschluss wurde mein USB-Stick erkannt. Scheinbar passiert gar nichts. Wie gesagt, BIOS-Konfiguration nichts geändert. Ja, warum das so ist, auch wenn es dort steht, Booten von USB. Können nicht immer alle USB-Anschlüsse gemeint werden, sondern nur ein ganz bestimmter. Und das sollte man rausbekommen oder wissen, wo und welcher. Ja, das Gerät hat, glaube ich, hier noch eine. Genau, hier ist noch eine, aber wird ja genau das gleiche sein. So, jetzt kann man sehr gut sehen, mein Stick wurde erkannt und das Betriebssystem kann losgehen. Na, also. So sieht das aus. Und erst wenn das Ganze nicht geholfen hat, was ich nicht glaube, dann, was der Morgen war, dann fasse ich irgendwie und gebe ich irgendwie mal so eine Adresse, wo er sein Betriebssystem suchen soll. Na, ansonsten, wie gesagt, mal probieren. Meistens, also bei den HP 17 hier, Reihe ist nicht der erste von hinten, den HDMI, sondern zweite. Jo, dann viel Spaß bei der Installation. Der Rest ist alles bekannt.